Na hallihallo und willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Jake Glockson, wir spielen Crypt of the Necrodancer Amplified im Cadence alle Zonen Modus. Ich habe die Kerzen mal angelassen vom Daily One vom Sonntag. Ist ja bei mir immer noch die gleiche Aufnahme hier. Und das ist jetzt hier der zweite Versuch, weil irgendwie es gab ein Windows Update und dann waren sämtliche Lautsprechereinstellungen verfriemelt und ich hatte keinen Ton. Und ich habe das irgendwann, Gott sei Dank, im Laufe des ersten Versuches des Tages dann doch noch bemerkt und abgebrochen. Und jetzt haben wir hier Ton. Ihr auch, nicht nur ich. Und dann legen wir los. War trotzdem ein vielversprechender erster Versuch. Ich hatte im ersten Level schon einen Speer abgestaubt, den Minotaurus gekillt, hatte noch keinen Schaden genommen. Foliant des Frostes. Kenn ich nicht. Ah ja, alles klar. Frostpuls. Oder so. Gut, dann machen wir nichtsdestotrotz hier munter los. Es gibt diese hässliche Färbung. Jetzt habe ich dich. Die Fledermaus hatte ich auch im ersten Lauf abgefrühstückt, ohne dass sie mich getroffen hatte. Und ich hatte einen Apfel. Und das habe ich jetzt alles nicht mehr. Das ist so ärgerlich. Da ist man dann völlig aus dem Konzept raus, was man jetzt schon für den Tag so erzählt hatte. Ich hoffe, ihr habt ein schönes Wochenende gehabt und einen guten Start in die Woche. Hatte ich Mittwoch gesagt? Nee, ne? Ich hatte noch gar nichts gesagt von Wochentag. Montag ist ja bei euch jetzt heute. Danke. Bei mir ist Montag. Morgen. Es ist total verwirrend hier. Für mich ist Sonntag, für euch ist Montag. Das wird mit den nächsten Aufgaben nicht besser, wenn ich dann sage, ja, schöne Wochenmitte und schönen Freitag und so. Kennt man ja schon hier. Hier liegt Kohlen. Okay. Wir waren noch gar nicht im Shop. Ich will mir endlich das grüne ist eine Tür. Das sehen wir jetzt. So. Ist der Shop mal von der gelben Umrandung auf der Karte abgesehen irgendwie sonst markiert? Nee, ne? Reicht ja hoch. Hier ist noch eine kleine Kammer mit nichts drin. Das ist ja nicht sehr viel. Danke, Zombie. Da hat er mich von hinten erwischt. Da habe ich gerade auf der Karte geguckt. Da ist er schon. So, ein Apfel. Dankeschön. Fackel können wir nicht gebrauchen. Jetzt hat er den Buch hingelegt. Die Kopfhörer sind toll, solange man kein Beat verpasst, was mir doch das öfteren mal passiert. Deswegen lassen wir das. Gibt es hier in der Mitte noch was? Nein. Okay, dann ist auch das Lied alle. Und wir bewegen uns Richtung Ausgang. Wer ist zuerst da? Ich bin zuerst da, alles klar. Bei mir hängt der Mauscursor im Bild rum. Bei euch Gott sei Dank nicht, weil das Problem hatte ich schon mal früher erkannt. Und entsprechend unschädlich gemacht. Komme jetzt auch gerade nicht dazu. So, jetzt ist er auch weg. Ich habe zwar einen Multiplikator verloren, aber das ist ja jetzt nicht so schlimm. Hätten wir jetzt die Kopfhörer gehabt, wäre es ganz schlecht gewesen. Direkt mal reingerannt jetzt in den hässlichen gelben Schleim. Waffentransmogrifikation, nein. Das ist nicht die Glaspeitsche, das ist erst recht keine Peitsche, sondern das ist die Titanium neunschwänzige Katze. Alles klar. So oder so, nicht leistbar. Und so wie es aussieht, leben wir auch eh nicht mehr lange. So, kriegen wir die Kiste darüber? Ja, aber sie passt gut aus. Nee, zu viel Steine in der Nähe. Durch Stein komme ich leider noch nicht durch. Aber warum muss denn da ausgerechnet da Stein liegen? Beschäftigen wir uns doch einfach mal mit dem Kistenrätsel hier. Reicht ja schon.
So, ein Apfel. Puh, schön. Und da haben wir wieder das Buch fallen lassen. Meine Fresse. Butterfinger. Die wollen einem alle ans Leder. Da hat sie zu viel Lebensenergie gehabt, die verdammte Fledermaus. So, der erste Strich des Tages, ist das schön. Munter weiter. Direkt mal in den Shop hier. Die Fackel, den Rapier könnte man mal im Hinterkopf behalten. Leisten können wir uns ja eh noch nicht. Schon wieder so eine hässliche Werbung. Danke. Das gibt's nicht. Da kann mir keiner was erzählen. Bei den blauen Fledermäusen, also bei den Anfangsfledermäusen, würde ich es vielleicht noch akzeptieren, dass die sich zufällig bewegen. Aber die roten, viel zu zielstrebig, weichen ja immer aus, wenn sie gerade nicht selber in guter Reichweite sind. Und kommen dann zielstrebig auf dich zu, wenn sie eine Chance wittern. Das ist ganz komisch. So, eine Waffe. Ich hätte gern noch irgendwie eine Waffe. Das ist immer so ziemlich das... Dankeschön. Erste Ziel, was man hier haben sollte. Hau ab, Fledermaus. Sich eine andere Waffe als den Dolch zu besorgen. Es gibt dann diese Koryphäen, die dann halt... Das Ganze, oh je, yeah. Oh, schweigen ab. Möglichst mit, aha, möglichst mit durchzocken, weil sie es können. Ich kann es nicht. Ich will es auch gar nicht können. Das wäre viel zu stressig. Das war so klar. Immer das Gleiche. Gut. Den Degen, da gehe ich jetzt nicht für zurück. Andere Level haben auch schöne Shops. Die Peitsche zum Beispiel, das ist eine super, super Verbesserung. Jetzt können wir uns doch gut, 25, die Peitsche, das hat sich gelohnt, zumindest wenn der Lauf ein bisschen länger dauert, sich den billigere Lebenring zu holen. Können wir uns jetzt nichtsdestotrotz die Peitsche leisten, super. Das war einmal zu weit links. Gut, Falltür. Naja, da müssen wir erstmal den Boss finden. Und da kommt der gelbe Schleim, auf den ich jetzt überhaupt nicht geachtet hatte. Fuck. Fuck, 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 fuck. Oh Mann. Ich habe es immer noch nicht getestet, ob ich konzentrierter und erfolgreicher an Ekodancer rangehe, wenn ich nicht aufnehme. Habe ich doch irgendwie gar keine Lust zu. Ladenbesitzer, Vertrauter, was? Ladenbesitzer, Vertrauter. Okay, jetzt habe ich hier einen kleinen Ladenbesitzer dabei. Und was macht der? Macht der was? Also die... Okay, 125 für garantiert, für ein garantiertes Langschwert oder 100 für zufällig Rüstung oder für zufällig Rüstung oder Dingens. Da kann alles drin sein. Aber gehen wir dann doch lieber auf die sichere Waffe. Kostet aber auch ein bisschen mehr, ne? Hm. Ich glaube, ich riskiere es mal mit der Truhe. Na toll. Lang oder breit schwer.
Also hätte ich direkt die Wahl gehabt, ohne Geld dafür ausgeben zu müssen, hätte ich das Langschwert genommen. Zumindest für die ersten Level. Diagonal ist zwar schön, aber Reichweite. Oder vielleicht andersrum. Schwierige Entscheidung, wenn man eher drüber nachdenkt. Länger drüber nachdenkt. Na gut, nichtsdestotrotz, Breitschwert definitiv eine Verbesserung. Was gibt's hier? Sehr hässliche Fledermäuse. Also, da kommt die ganze Bande an. Siehst du, die hat er nämlich jetzt bloß zwei Herzen im Vergleich zu der anderen. Da hinten ist noch so ein bisschen Zeug. Geht's hier durch direkt? Wenn's hier nicht direkt durchgeht, ist mir auch egal. Oh, Leermauskammer. Okay. Bisschen mehr Kohlen ist immer gut. Hier noch was? Oh, hier ist noch eine Tür, das schaffen wir aber nicht. Oh, noch mit Kohlen einkassiert. Das ist ja auch immer schön. Jetzt gehen wir mit 195. Was haben wir denn hier? Ich würde immer den Dingens nehmen. Den Streitkolben. Der ist einfach, der Rundumschlag ist einfach viel zu gut zusammen mit dem Ding. Das heißt, also zusammen mit dem Rückstoß. Das heißt, wir sparen jetzt auf 300 Goldstücke. 300.000 sagen wir, warum auch immer. Oder wir lassen das einfach mit dem Lauf und versuchen es nochmal von vorne. Skelette, Leute, Skelette. Skelette hinter der Tür. Immer wieder eine gute Überraschung. Dann machen die Bubububu und du bist tot. Da ist er. Das gibt's. Hat direkt das nächste Skelett versucht. Warum stehen die immer hinter der Tür? Das gibt's nicht. Hallo? Zone 1. Kein Zuckerschlecken. Oh Mann. Shurikens. Werde ich mal garantiert überhaupt nicht einsetzen. Außer ich denke mal permanent dran, ne? Toll. Toll, da geht die Tür zu. Ah. Das gibt's nicht. Was der, was die Zone 1 mir immer noch so eine Probleme macht. Ah, jetzt habe ich keine mehr. Verdammt. Da waren die Shurikens alle. Mann. Es ist unglaublich. Es ist unglaublich. Die Zone 1 immer noch so eine Probleme macht. Okay, ein verfluchtes Herz. Ein verfluchtes Herz, eine Truhe oder eine verdammte Schaufel. Schaden nach Graben. Na toll. Wenn ich es einmal am Tag schaffen würde, meine Zonenmodus die Zone 2 zu erreichen, das wäre total toll. Weil da ist ja dann auch so ein bisschen eigener Ehrgeiz dabei. Ach, du Scheiße. Ja, genau. Man hat es kommen sehen. Ich hatte die Hoffnung sowieso schon fahren lassen. Unglaublich. Also meistens sind es Fledermäuse, die einem dann das Leben schwer machen. Danach kommen direkt die Skelette. Eventuell dann mal der rote Drache, wenn man, wenn er einen unvorbereitet trifft. Oder in Verbindung mit einem Äffchen. Eine Axt.
für 150 Minenlampe, Bluttrommel, nein. Schönen Tag noch. Drei Bomben, okay, jetzt könnte man sogar fast sich den ganzen Mist leisten. Aber die Axt ist mir zu ungestüm. Und zu unberechenbar, was so den Schaden zieht. Diese Flairmaus kann man. Was den Wirkungsbereich angeht. So, schnell, schnell, schnell. Schön da rein nach das Ganze. Na Fackel, na Gott sei Dank. Leider kann man die nicht essen. Also außer Fackelschlucker. Feuerschlucker, Fackelschlucker. Wie heißt die? Genau dich brauche ich jetzt. Nicht aus dem Rhythmus kommen lassen. Okay. Dann gehen wir doch weiter. Oh, schön. Da hat sich jemand verabschiedet. Oder der gelbe Schleim, das ist immer noch so eine Sache mit hin und her springen und so weiter. Ich meine, er macht immer das Gleiche. Aber sich selbst da rein zu koordinieren, ist gar nicht so einfach. Oh, schön, Titanium Breitschwert, das nimmt uns viele Sorgen. Jetzt haben wir auch noch einen Blutschreien. Blutwaffe, Blutschaufel, Blutschwert, also Gott sei Dank. Aber Blutwaffe ist Blutwaffe. Oh. Karotte. Das war die Überkarotte. Wenn man die gegessen hätte, wenn man voll wäre, hätte man ein Herz dazu gekriegt. Hatte ich jetzt aber gerade nicht so das Bedürfnis. Ich würde trotzdem... Warum liegt denn der Scheiß jetzt übereinander hier? Na toll. Ich hätte gerne nur den Speer und die vernünftige Schaufel. Weil das kostet ja jetzt... Ich dachte, die Blutschaufel kostet Leben, wenn man da was macht. Das gibt's nicht. Ernsthaft, blauer Schleim? Blauer Schleim, kurz bevor wir Leben kriegen, zieht da eigentlich noch was ab. Jetzt sollte ich doch meine Brille aufsetzen. Ob das was bringt? Wahrscheinlich nicht. Ah. Okay. Also wenn man Sachen schaufelt, die über die Fähigkeiten einer normalen Schaufel hinausgehen, dann scheint es hier ans Blut zu gehen. Da musst du jetzt echt vorsichtig sein. Oder wir leisten uns einfach eine Hacke. Oh, das sieht ja schon sehr vielversprechend für den Lauf aus hier. Jetzt haben wir die Blutwaffe. Und Gott sei Dank sind wir die Schaufel losgeworden. Und wir sind sogar in Level 3. Wahnsinn. Nein, hier kommen wir immer noch nicht durch. Aber wir haben 4 Bomben, Gott sei Dank. Richtet Schaden an, während du läufst. Ja. Macht erstmal kurzzeitig Schaden. Aber dadurch haben wir jetzt einen Schadenspunkt mehr quasi. Und wenn ich jetzt hier noch ein bisschen Zeit investiere, kriegen wir auch die Rüstung dran.
Das war die falsche Taste. Das war auch die falsche Taste. Wo ist sie denn jetzt? Da ist sie. Das kann schon mal passieren. Sorry, ist meine erste Runde Necrodancer. Generell. Ich habe noch nie vorher Necrodancer gespielt. So, multiplikatorbasierte Rüstung. Sauber. Kriegen wir auch Fässer kaputt. Jo. Allein durch die Schuhe, glaube ich, war das soweit. Aber ich bild mir auch ein, auch dadurch, dass wir so viel Schaden machen. Oh mein Gott, das sieht schon sehr gut aus. Hat man hier schon den Chef? Nee, wir sind. Okay, nein, ich höre den Chef. Nein, nicht die Glaspeitsche. Nicht die Glaspeitsche. Ah! Los, weg hier. Und nicht in die Enge treiben lassen. Nicht in die Enge treiben lassen. Habe ich doch gerade gesagt. Okay, eine Runde geht noch. Das war ein schöner Lauf, aber dann hat Schicksal, Unglück und Stümperhaftigkeit zugeschlagen. Tja, dagegen kommst du nicht an. Das hätte so schön sein können. Ich wollte warum auch immer nicht über das Beschleunigenfeld laufen. Na toll. Das gibt's auch nicht. Unglaublich. Unglaublich. Okay. Genug für heute. Genug für heute. War schon wieder peinlich genug. Dann verabschiede ich mich für heute. Ich hoffe, es hat nichtsdestotrotz Spaß gemacht. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Mein Name ist Jack Glocksen. Schönen Tag.